Und da sind wir wieder in der Joy Zone mit der schönsten Schiedsrichterin von der Schweiz, mit Aurélie Bollier. Und ihr könnt immer noch eure Fragen stellen. Choice.ch/live könnt ihr zu uns in die Sendung kommen. Und vielleicht noch kurz noch mal zur Info, warum dass wir Schriftdeutsch sprechen, ist, weil die deutschen Kollegen dann diese Sendung auch ausstrahlen werden. Dann würde ich sagen, winken wir noch mal für die Deutschen oder für die Dortmunder speziell. Für die Dortmunder. Für BVB. Ja, war ein scheiß Wochenende oder scheiß zwei Wochen für dich? Definitiv. Lassen wir das Thema. Es geht jetzt nicht um Bayern oder Dortmund oder so. Wie viel Fitness braucht eigentlich ein Schiedsrichter? Wie gesagt, du hast Konditionstests, die wiederholen sich jährlich. Ja. 12 Minuten Lauf haben wir gehört. Also 12 Minuten stimmt nicht ganz. Es ist eine Strecke. Jetzt, ich muss 2,2 Kilometer rennen, ich habe 12 Minuten Zeit. Okay. Wir haben einen Chat-Kommentar von Fabian Schwarz, der möchte wissen, jetzt gehen wir genau in diese Schiene, die Zukunft. Willst du auch einmal internationale Spiele pfeifen? Pfeifen nicht unbedingt. Als Linienrichter wäre es top genial. Oh, wirklich? Ja. Hä? Ich glaube, ich habe zu viel Respekt davor, ein internationales Spiel zu leiten. Du könntest der weibliche Howard Webb werden. Das hat etwas, ja, aber es braucht extrem viel. Und ich glaube, vor allem in der Schweiz als Frau, wo du nicht so viel verdienst, im Fußball allgemein jetzt, deinen Job hinzuschmeißen, damit du dich nur aufs Fußball konzentrieren kannst, das kommt nicht in Frage. Nicole Petignon ist das beste Beispiel, dass es funktionieren kann. Was hast du für eine Beziehung zu ihr? Hast du sie vielleicht kennengelernt oder hast du so als Vorbildfunktion mit ihr so Sachen gesehen oder sie als Vorbild gehabt? Was kannst du uns dazu erzählen? Also ich bin zu jung, um sie wirklich noch präsent zu haben. Mhm. Ich habe sie nie kennengelernt. Mhm. Ich habe einmal, glaube ich, ein Spiel von ihr gesehen in Zürich am Fernsehen, aber sie war nie für mich jetzt das Vorbild. Mhm. Also klar, man hört von ihr, man weiß es, sie ist präsent, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, that's it. Aber wäre das nicht jetzt auch so mit ich meine, sie war so die Vorreiterin vielleicht, zum Erklären für unsere deutschen Kollegen, das ist so die Schiedsrichterfrau in der Schweiz gewesen, seit 5, 6, 7 Jahren, pfeift sie, glaube ich, nicht mehr. Exakt, ja. Ich finde, da ist ja auch Potenzial jetzt bei dir für die Zukunft, dass du wirklich was reißen könntest. Willst du das nicht machen? Nicht machen ist der falsche Begriff. Also klar, wenn ich könnte, ich würde es sofort machen. Mhm. Aber ich bin jetzt auf einem Amateurniveau, also bei den Amateuren, und es braucht extrem viel, um vor allem in der Schweiz. Also was braucht es dann? Einfach so Weiterbildung oder musst du verschiedene eben Kurse besuchen und so weiter? Du hast das Recht, einmal pro Saison inspiziert zu werden. Das heißt, es steht ein Inspizient an der Seitenlinie, macht sich seine Notizen, gibt dir am Schluss eine Note. Mhm. Und je höher rauf, dass du willst, desto kritischer und exakter werden sie. Und da die Schweiz ein kleines Land ist und nicht so viele Fußballvereine hat, die auf einem hohen Niveau spielen, gibt es halt auch wenige Schiedsrichter, die es so weit schaffen. Ja. Jetzt ganz objektiv betrachtet, das Niveau von den Schweizer Schiedsrichtern sonst, wie empfindest du das? Also ich bin natürlich immer pro Schiedsrichter. Jeder Schiedsrichter macht Fehler, egal ob in der Super League, in der Challenge League oder in der 5. Liga. Das ist menschlich, das ist auch normal. Man kann sich darüber streiten, klar, man sagt, ja, man hat doch Linienrichter und Torlinien. Nein, ist eine Aussage. Ich bin da auf deiner Meinung. Das ist so. Und weißt du, schlussendlich musst du immer jemanden finden, der an einem Sonntagmorgen oder einem Samstagnachmittag ein Spiel pfeifen gibt. Genau, also ich finde, das wird auch extrem unterschätzt, die Zeit, die jeder Schiedsrichter investiert. Weil ich jetzt in meinen Amateurspielen, ich muss eine Stunde mindestens vor dem Spiel dort sein. Ich habe eine Anreise, ich habe eine Heimreise, ich habe dann den ganzen Papierkram, den ich machen muss zu Hause. So Krams, ja. Und weißt eigentlich, dass du sowieso der Löli bist auf dem Fußballplatz und trotzdem hast du eine große Leidenschaft und die möchtest du so weitermachen. Genau. Jetzt modeltechnisch, wie geht es da weiter, hast du gesagt? Sag nochmal, am 26. Juni kommt das Maxim-Heft in der Schweiz raus. Freuen wir uns. Ja, ich mich auch. Ich habe jetzt letzte Woche Interviews gegeben für Maxim Australien, Südkorea und Indonesien. Okay, also da tut sich etwas. Ja. Was wie genau passieren wird, kann Lassen ich wir dir uns nicht überraschen. Sagen. Ja. Wunderbar. Aurélie, vielen, vielen lieben Dank, bist du bei mir gewesen.
Und natürlich für deine Model- und Schiedsrichterkarriere nur das Beste und alles Gute für die Zukunft. Danke dir. Danke vielmals und danke euch zu Hause fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüss in der Schweiz und natürlich auch Tschüss nach Deutschland. Danke vielmals fürs Mitchatten und Zuschauen. Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen Ciao.